Jo, neue Aufnahme. Resident Evil mit dem Zwergfürst. Ja, ich habe kurz nach dem letzten Part noch was bemerkt, was ich jetzt hier tragischerweise nicht mit drauf habe. Hier, das können wir mal untersuchen. Prüfen. Ja, habe ich nach dem letzten Part mal ein bisschen geguckt, habe ich hier mal ein bisschen das Ding untersucht und ja, was finde ich da, was sehen meine trüben Augen dort? ja, Entschlüssel. Ja, den wollen wir haben. Ein Hausschlüssel. Buch der Verfluchungen, da gucken wir auch trotzdem noch mal rein. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken, eine, die nichts Böses sagt, eine, die nichts Böses riecht, eine, die nichts Böses sieht, eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ein kleiner Hinweis, das Rätsel in dem Keller, nein, nicht im Keller, Keller in der Gruft. ja, sorry, dass da jetzt ein bisschen gucken muss. Interessant. Die haben die Brust animiert. Die Brust von Jill. Ja. Alles klar. Ein bisschen Fanservice für die. Für die Boys. Für die Fanboys. Jo. Hier geht's rüber. Hier können wir jetzt. Das müsste jetzt das Schwert. Der Schwertschlüssel sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Das heißt, durch einige Türen kommen wir jetzt durch. Das war Helmsymbol. Aber vielleicht kommen wir jetzt durch diese hier, durch die kleine Tür in diesem Raum. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mit dem Schlüssel an einigen Orten weiter. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, wirklich der Schwertschlüssel sein. Da kommen wir jetzt hier ganz gut weiter. Hier liegt ein toter Zombie. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Jo, hier können wir jetzt durch. Ich hoffe, wir haben noch genügend Munition mit dabei. Ja. Damit kann man erstmal überleben. Ein paar Schuss sind es noch. Nicht genügend, aber verschiedene Skulpturen und Töpfe waren. Ich hätte gern mehr Schuss, aber ja. Da habe ich mich aber erschreckt. Müssen wir erstmal damit zurechtkommen. Hier gibt es nur einen Haufen dekorativer Teller. Aha. Der Flur hier ist erschreckend leer. Passiert recht wenig in diesem Flur. Eine Tür. Okay, wo sind wir hier? Ganz viele leere. Ganz viele leere Räume. Warum sind die Räume so leer? Das ist hier die Frage. Hier durch die Tür. Ach nee, da gehen wir zurück oder was? Das ist die Tür, woher wir kamen. Der Gang, aus dem wir gekommen sind. Wo bin ich? Hier bin ich. Da bin ich gerade lang und hier geht's gerade weiter. Okay, den Raum haben wir noch nicht erkundet. Hier. Sie haben den Dietrich verwendet. Aha. Nach draußen. An der frischen Luft. Oh. Zombiehunde.
Vorsichtig, nicht zu nah an den Zaun ran. Das wollen wir nicht. Was tun wir eigentlich hier draußen? Ja, vielleicht bringt es uns noch irgendwann weiter. Wir gehen erstmal wieder rein. Mit Zombiehunden wollen wir wirklich nichts zu tun haben. Das ist jetzt nicht so das Idealste. Hier können wir durch, oder? Na komm, chill. Tür. Na, wo geht's hin? Ein Bad. Das wurde aber lange nicht mehr geputzt. Mhm. Die Badewanne ist noch voll. Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Ja. Ich glaube, die Hände waschen sollte man sich hier auch nicht. Stöpsel ziehen. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Das kenne ich doch aus Resident Evil Revelations. Oder irre ich mich da? War das bei Resident Evil Revelations schon so? Ich ahne, was da auf mich zukommt. Der Raum ist ziemlich eng. Es könnte schmerzhaft enden. Heilung haben wir keine mit dabei. Wieso auch? Na gut, fürs Video. Stöpsel ziehen. Let's go. Ich bin schussbereit. Ja, haben wir den Werner beim Bahn gestürzt. Ja, sorry, ich wollte dich nicht bei deiner Körperpflege stören. Es war nicht meine Absicht. Was, so schlimm? Ist doch nicht dein erster Zombie. Da musst du gleich fliehen, oder was? Ach, hier ist ein Messer drin. Dolch mitnehmen. Ja. Das hat's also gebracht. Nur einen kleinen Dolch. Aber der greift uns nicht mehr an. Der ist echt gut. Ja, gut. Nettes kleines. Ja. Was nettes kleines zum Anschauen. So, wo geht's weiter? Hier um die Ecke. Nee, hier um die Ecke. Da müssen wir lang. Schleich um die Ecke. Eine Kommode. Kann man nicht untersuchen. Okay, hier weiter um die Ecke. Hier ist eine Tür. Türen über Türen hier, weiß ich nicht. Okay. Ein ziemlich kleiner Raum. Aus dem wir zum Glück schnell rauskommen. Ja. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch liegt in der Luft. Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist noch ein Dolch. Etwas gebrannt. Ein Dolch. Warum nicht? Oh, hier ist Tape. Farbband. Das können wir gebrauchen. Farbband mitnehmen. 4 haben wir jetzt. Ah, können wir wieder speichern. Sehr schön. Polierter Silberkrug. Polierter Silberkrug. Gemälde an der Wand. Oh. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Eine Maschinenpistole. Können wir irgendwas aus dem Inventar raushauen? Den Schlüssel können wir wieder ins Buch reinstecken. verdammt.
Munition verballern, das wäre die Möglichkeit. Will dich Schrotgewehr mitnehmen. Können wir das kombinieren? Wir schleppen jetzt diesen blöden Kristall mit, den hätten wir liegen lassen sollen, das wäre klüger gewesen. Ausrüsten bringt nichts, der Platz bleibt trotzdem noch. Okay. Können wir das kombinieren? Messer mit Waffe und Pistole. Pistole mit Schwert draus machen. Ja, ich versuche den Kristall hier loszuwerden. Prüfen. Blauer Edelstein. Ja. Können wir nicht wegschmeißen. Das ist doch blöd. Nirgendwo eine Kiste in der Nähe. Kisten kann man gut Sachen ablegen. Ich habe mal jetzt das Desaster mit der Waffe. Können wir später vielleicht nochmal hin, aber. Jetzt können wir hier das Gewehr nicht nehmen. Müssen wir erstmal mit dem. Müssen wir erstmal mit der Pistole zurechtkommen. Tja. Okay. Dieser Raum macht mir Angst. Ist ein winzig kleiner Raum. Braucht mir aber keine Angst zu machen. Ist noch nichts passiert. Ach, müssen wir hier lang? Ja, müssen wir hier einmal um die Ecke. Durch die große Tür. Wo wir wohl dahin kommen. Das Schlimme ist, dass wir das Gewehr nicht mitgenommen haben. Das ist sich die Frage. Ach, hier sind wir jetzt. Da haben wir alles erfüllt. Hier müssen wir noch hin. Ja, das Gewehr, das nehmen wir noch irgendwann mal mit. Da kommen wir noch mal zurück. Aha, ein kleiner Korridor. Jetzt Treppe und Zombie. Ah, verdammt. Der hat Heilung hinter sich. Stirb. Verdammt. Kacke. Wir sterben hier. Nein. Tatsächlich gestorben. Das gibt's doch nicht. Letzter Checkpoint ist ziemlich weit entfernt. Den Schlüssel haben wir noch nicht aus dem Buch genommen und so weiter und so fort. Ich mach mal hier ein bisschen. Ich muss das euch jetzt nicht zeigen. Das haben wir jetzt noch nicht speichern können. Sind wir wieder hier im großen Saal. Ja, Sekunde. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, ich glaube, hier müssen wir durch. Hier waren wir. Habe ich hier wieder durchgeschlichen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier waren wir zuletzt. Oder nicht? Durch diese Tür sind wir da doch schon durchgegangen. Hatten wir das schon? Ach, das war der Gang mit dem Zombie. Na, kommst du? Ach, der erste Angriff ist irgendwie nur. Schnell weiter hier. Da kommen die Treppen, glaube ich, nicht hoch.
Wir bräuchten eigentlich die Hälfte dazu, aber gut. Das ist noch ein weiterer Kollege. Wie viele von denen gibt es hier? Da kommt gerade die Treppe hoch, der andere Kollege. Die ganze Epidemie hier. Oh, weia. Der steht wieder auf. Zum Nachladen ist jetzt keine Zeit. Okay, der ist verblutet, wie es ausschaut. Der andere auch. Er keucht zumindest nicht mehr. Hier die Heilpflanze, die brauchen wir jetzt dringend. Zumindest können also die Treppen hoch. Das ist jetzt. Das ist auch mal eine interessante Sache. Da kommen wir aufheben. Haben wir keinen Inventarplatz mehr oder was? Oh doch, jetzt haben wir einen Inventarplatz. Hätten wir die Schusswaffe mitnehmen können. Könnten wir zurückgehen und die. Ach, weil wir jetzt die Munition verbraucht haben. Jetzt können wir das Gewehr mitnehmen. Das wollen wir verwenden. Obwohl ein Platz für die Heilung wäre eigentlich auch nicht schlecht. Lassen wir das Gewehr erstmal da. Platz für Munition, Platz für ähnliches für Heilung ist auch nicht schlecht. Ist nicht grundverkehrt. Wir wissen ja, wo das Gewehr ist. Ich habe es noch fast in der Aufnahme. Da können wir wissen wir, wo wir hingehen müssen. Na, durch die Tür. Nicht durch die Tür. Gut. Durch diese Tür vielleicht. Oh, sie haben die Tür aufgeschlossen. Da kann ich wohl durch. Okay. Wetterzombies hier. Durch die Tür. Da kann ich auch durch. Ich möchte die Tür zurück, oder? Ah, hier blinkt doch was. Hier glänzt. Ein Hundepfeifer. Ja. Nicht schlecht. Heute wies mir Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa ein bisschen Hund hier wohnt, kann da niemand drankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf Balkon. Erste OG an der Westseite der Terrasse. Hört auf die Hundepfeife. Oh, jetzt haben wir doch die Hunde. Ich habe nicht nachgedacht. Jetzt haben wir eine Hundepfeife im Inventar. Jetzt haben wir wieder einen Platz. Zu wenig. Um wichtigere Sachen mitzunehmen. Viel Munition hier. Oder was auch immer das ist. Wir brauchen schnell eine Kiste. Irgendwo ein Ort, wo wir. Da gibt es doch solche Räume mit Kisten und mit Schreibmaschinen. So ein kleiner Safe Room. Da müssen wir mal ein bisschen Zeugs ablegen. Zum Beispiel den Diamanten. Rüstungssymbol. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Ich hoffe, da finde ich bald einen Raum dieser Art. Ich hätte zum Beispiel gerne mal wieder eine Schreibmaschine. Ich würde gerne mal wieder speichern. Hey Luke. Die wir nicht aufheben können. Das ist blöd. Jetzt können wir die Heilung nicht mitnehmen. Das ist doch scheiße. Wir sind doch schon angekratzt. Das war eine rote Pflanze. Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Kacke. Das gefällt mir aber gar nicht. Dass wir die Heilung jetzt nicht mitnehmen können.
Können wir irgendwas verpulvern? Das brauchen sie jetzt nicht. Man kann auch nichts wegschmeißen, das ist das Blöde. Gewehrmunition, ja, bringt mir jetzt auch nichts an dieser Stelle. Sechs Gewehrmunition. Kampfmesser. Schlüssel, den brauchen wir. Okay. Die scheiß Hundepfeife. Die Heilung brauche ich. Ich will die Heilung mitnehmen. Wenn den Inventar ist dort freigelassen. Den hätten wir freilassen sollen. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Die Tür ist fest verschlossen. Helmsymbol. Ja, dann kommen wir hier wahrscheinlich eh nochmal vorbei. Ich brauche die Heilung jetzt. Gut, dann brauche ich sie wohl später. Müssen wir sie erstmal zurücklassen. So angeschlagen wie wir sind. Mensch. Ein Rüstungssymbol. Hier zurück. Die Tür hat keinen Griff. Ja, wie kommen wir jetzt weiter? Hier waren wir, glaube ich, schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Nasekatz. Okay, hier um die Ecke. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Jo. Bitte keine Zombies mehr. Bitte keine Zombies hier. Ich kann keine Heilung mehr in Inventar nehmen. Schlüssel, den brauche ich noch, der ist gut. Dann kommen wir hier durch. Wo auch immer wir gerade sind. Ach, hier. Gut, hier haben wir jetzt den Weg freigeschaltet. Können wir auch immer jederzeit zu dieser Tür zur Heilung finden. Faszinierend. Warte, ich wollte auch kurz auf die Map gucken. Kann ich vielleicht auch von dieser Seite. Map. Okay, hier sind wir jetzt lang. Irgendwelche anderen Türen, die wir jetzt aufschließen können. Einen zweiten Schlüssel habe ich noch nicht gefunden. Na doch, habe ich schon, aber den können wir nicht nehmen. Wenn wir dann sofort sterben werden. Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Können wir zumindest jetzt erstmal speichern. Da haben wir zwar mit vollem Inventar gespeichert, aber das hatten wir auch zu Beginn. Aber beim letzten Speicherstand von der anderen Seite verschlossen. Eine Tür haben wir jetzt hier oben geöffnet. Hier noch was, wodurch könnten. Den Zombie haben wir schon. Auf der anderen Seite sind ziemlich viele Türen. Das war hier wirklich ein tragischer Fehler, diesen Kristall aufzuheben. Den spart man sich eigentlich zum Schluss auf, wo man weiß, wofür man ihn braucht. Und das haben wir leider schon überschrieben. Oh, hier können wir durch. Hier ist eine Tür, die wir verwenden können.
Okay. Ich höre Monster. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich hoffe nicht noch Munition dabei.